Moin ihr Lieben, ich bin Katharina. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es um Yankee Candle. Wer kennt sie nicht? Die Duftkerzen, Dufttat und was sie noch so alles haben. Wieso meine Verbindung dazu ist und wie ihr dieses schöne Set gewinnen könnt, darum soll es heute gehen, also bleibt bis zum Ende dran. Angefangen hat es für mich damit, dass ich einfach sehr viel darüber gehört habe, wie toll das Ganze doch ist. Und irgendwie wollte ich es ausprobieren, aber mir war es so teuer, einfach auf die Gefahr hin, dass es etwas ist, was mir dann doch nicht so gut gefällt. Dann habe ich aber bei Thalia ein Set mit einer Duftlampe und zwei Dufttats günstig im Angebot gefunden. Habe ich natürlich gleich mitgenommen. Die Duftlampe gefiel mir nicht so gut, war nicht die hübscheste, mit so einem Blumenmuster, also einer Blumenwiese drauf, nicht für die gesamte Jahreszeit. Nicht für jede Jahreszeit gedacht und einfach nicht meins, aber für den Preis und zum Ausprobieren genau das Richtige. Meine Teelichter habe ich in so Glasbehältern, da ich die immer ohne Verpackung habe. Und das Teelicht war unten in der Duftlampe festgeklebt, daher mit ein bisschen Gewalt musste ich das Ganze leider rauslösen, da ist die Duftlampe kaputt gegangen. Und in 1000 Einzelteile zerbrochen, ist halt so, fand sie ja nie besonders hübsch, dementsprechend kein großes Drama, sie sind halt nur leider nicht günstig. Am Ende habe ich mich für diese Duftlampe entschieden, finde ich deutlich hübscher, ist auch deutlich größer und man kann sagen, es war gar nicht schlecht, dass sie kaputt gegangen ist. Diese zwei Dufttats, die ich am Anfang hatte, fielen mir nicht so besonders, waren jetzt nicht die besten und hübschesten. Ich kann einfach sagen, waren okay, aber irgendwann, da ich sie ja auch zusammengelagert hatte, also nebeneinander, rochen sie irgendwie gefühlt gleich für mich. Daher bin ich irgendwann umgestiegen auf Duftöl und habe mir in der Drogerie eins von Primavera rausgesucht mit Rose. Riecht extrem gut, frisch nach Rose, nach echter Rose, überhaupt nicht künstlich. Super toll, das ist schon die zweite oder dritte sogar von den Fläschchen. Primavera ist 100% natürlich, hat auch welche, die eben grün sind von den kleinen Fläschchen. Die kann man sogar zum Kochen nehmen. Auch super, ist verhältnismäßig günstiger, als wenn man extra Dinge zum Kochen kauft. Da es ja auch sehr konzentriert ist und daher hat man davon wirklich lange etwas. Ich fand es halt schade, dass die irgendwie gefühlt gleich rochen. Ich habe dann zwar noch Dufttats gefunden in der Sternschanze in einem Laden, die mir recht gut gefallen haben, wovon ich auch welche mitgenommen habe. Fand ich besser als die zwei, die ich am Anfang hatte, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie war es irgendwann auch eine Einheitssoße, so ein Einheitsbrei vom Duft her. Dann habe ich bei Sarah, also Sarah Bow, ich weiß nicht mehr, ob bei YouTube zuerst oder über Instagram, kann ich euch leider nicht mehr genau sagen, den Tipp mitbekommen, die Dufttats einzeln einzutüten. Hier habe ich mir gleich natürlich die Tütchen bestellt, die kleinen. Hier ist gerade auch ein Dufttat drin. Und ich muss sagen, grandiose Variante. Riecht dadurch zwar immer noch durch dieses Plastik, aber deutlich weniger und sie nehmen nicht so den Duft von den anderen Dufttats an. Und es wird nicht so zu einem Einheitsbrei, was den Duft angeht. Dementsprechend super Tipp, verlinke ich euch unten einmal gerne die kleinen Beutelchen, die kleinen Tütchen. Sind auch nicht extrem teuer, da lohnt es sich wirklich, weil sonst sind ja die Dufttats in Anführungsstrichen kaputt, kann man fast sagen. Und es ist Geld weggeschmissen, dementsprechend lieber ein bisschen Geld mehr investieren für so kleine Tütchen. Und der Duft bleibt erhalten. Nachdem ich dann das Ganze bestellt hatte, hatte ich die Idee, das wollte ich schon länger mal, einfach mal Dufttats ausprobieren. Das heißt, ich habe ein paar bunt gemischte Zusammenstellungen online bestellt. Keine Ahnung, was da so drin ist, wusste ich vorher nicht. Hat verschiedene Richtungen, wie von wegen eher orientalisch und Gewürze, dann blumig und so weiter. Also mit so verschiedenen Themen, teilweise auch ganz ohne Thema. Um die auszuprobieren. Jetzt habe ich natürlich einige auch doppelt und dreifach. Einige habe ich sogar schon verschenkt, die mir dann doch nicht so gut gefallen haben. Und ich muss einfach sagen, das ist genau die richtige Variante. Die sind günstiger, als wenn man sie sich einzeln kauft. Man kann die Düfte ausprobieren und es ist perfekt einfach, finde ich. Welchen Duft Sarah zum einen empfohlen hatte und ich auch extrem toll finde und bisher so mit mein Lieblingsduft ist, Wildminze. Dieser Duft riecht einfach, riecht man sogar durch die Tüte durch. Das ist jetzt eine größere, weil ich vier Stück davon habe. Riecht frisch wie echte frische Minze.
Nicht jede Minze riecht natürlich gleich, aber ich so ein bisschen ähnlich mit Minze-Krüll, glaube ich, hat das Ganze, würde ich sagen. Aber einfach, es gibt verschiedene Minzarten und dies riecht wirklich wie eine gewisse Minzsorte, wirklich wie als wenn man an den Blättern riecht. Genau so riechen die Tarts, extrem klasse natürlich, nicht aufgesetzt Minzbonbon ähnlich, sondern wie echte Minze halt. Bevor ich die Tarts jetzt alle ausprobiert habe, hatte ich auch mal Tarts gefunden bei Thalia in der Buchhandlung. Der Duft Cozy by the Fire hat mir extrem gut gefallen, da ich auch eher mehr an den Kerzen selber gerochen habe als an den Tarts, weil das irgendwie intensiver war vom Geruch her und den gab es leider nicht mehr als Tart. Habe ich sogar extra nachgefragt. Ich fand ihn so toll, dass ich ihn als kleine Kerze mitgenommen habe. Das Ganze hat mich 10,99 € gekostet. Ja, schon recht schnell roch er nicht mehr und irgendwie ist immer noch Wachs drin und ich finde, es hat sich nicht gelohnt. Dann schon lieber die Tarts, die lohnen sich deutlich mehr, finde ich. Einmal preislich gesehen und man hat mehr vom Duft, denn ich nehme nie den gesamten Tart, da man da deutlich zu viel hat einfach und man hat mehr davon, wenn man sagt, man wechselt ein bisschen ab mit den Tarts. Mal der eine Duft, dann der andere und dann wieder der erste oder dann nochmal ein anderer, um ein bisschen eine Mischung drin zu haben und keinen Duft über zu haben, denn irgendwann riecht man Düfte auch nicht mehr. Ich habe es auch gehabt, ich habe den kaum gerochen, einen Duft. Meine Mutter kam in den Raum und sie hat, für sie war es so eine Explosion an Geruch und oh Gott, Hilfe, nein, für sie. Dabei fand ich den Duft total toll. Also jeder Geschmack ist anders, jeder findet andere Düfte toll als irgendwer anders. Und sie haben so ein breites Spektrum, dass es wirklich toll ist, sich da einmal durchzuschnuppern. In Hamburg, in der Europapassage, gibt es ja mittlerweile sogar einen Laden, wo ich jetzt noch nicht drin war, da ich einfach zu viele Düfte da habe und keine brauche aktuell. Aber wenn ich mal wieder was brauche oder was nachkaufen möchte, würde ich definitiv dahin gehen, da man so ja auch den Versand spart und wirklich einfach mal live an den Düften riechen kann und nicht auf gut Glück bestellt auf eine Empfehlung von jemandem, der vielleicht einen ganz anderen Geschmack hat am Ende. Dieses Set mit insgesamt 12 Dufttarts besitze ich ebenfalls auch. Da sind ganz viele verschiedene dabei, wie Aloe Vera, Midnight Jasmin, Cassis, Shea Butter, Lavender, also Lavendel, auch wirklich toller Duft, Verbena, White Tea, Vanille und so weiter. Fluffy Towel zum Beispiel ist ja auch ein sehr beliebter Duft. Und ich finde, diese Mischung ist wirklich toll. Passen gut zusammen die Düfte und nicht zu intensive Düfte, also jetzt nicht irgendwas, wo man jetzt wie bei beispielsweise Cozy by the Fire extrem einen schwereren Duft hat, sondern es sind leichtere Düfte. Und wie ihr das Ganze gewinnen könnt, schreibt einfach einen Kommentar. Zum einen, kennt ihr Yankee Candle? Welche Verbindung habt ihr zu Yankee Candle? Und warum gerade ihr gewinnen sollt? Denn jemand, der einfach nur sagt, ja, ich möchte gewinnen, weil es etwas zu gewinnen gibt und nicht, weil ich genau diesen Gewinn haben möchte, da finde ich es immer komisch, denjenigen gewinnen zu lassen irgendwie. Deswegen sollte man bei mir, finde ich, schon ein bisschen was dafür machen. Also mir genau erzählen, warum ihr wirklich gewinnen wollt und warum gerade ihr der glückliche Gewinner sein sollt am Ende. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Bis wann das Ganze läuft, schreibe ich euch unter anderem einmal in die Infobox rein und verlinke euch eben diese kleinen Tütchen auch noch einmal. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!